Moin, hab seit Oktober nicht mal New Year's gezockt. Gibt es irgendeinen Sinn, wieder einzusteigen und zu leveln? Der Sinn wäre, dass du Spaß am Spiel empfindest, was jetzt für dich sinngemäß dafür steht, Spaß am Spiel zu haben und was der Grund ist, warum du gequittet bist. Ob das jetzt nicht mehr so ist, das ist jetzt erstmal nicht so einfach zu sagen. Aus meiner Sicht. So, wir gehen rein in die Instanz. Wir machen hier kaum mehr Drop-Rate. More Drop Rate. Case Damage, okay. So. Wir nehmen wieder unser Free-to-Play-Pet. Und wir drehen den Sound noch auf. Question, I'm looking for a weed. Was it not you who made a weed with a AOE ringmaster? Where in the was talk about how many mobs and timer when they lose interest in you? I did some videos about AOE ringmaster, yes. But about timer and interest losing. Oh. I don't think I talked about this. Oh, eine Lava-Karte, Digga. Eine Karte gedroppt. Yeah. Yes. Ah. Eine Karte, easy. Wir haben mal eine Karte gedroppt. Ist aber auch lucky. They're losing interest depending on how many monster you pull, right? And the huger your pull gets, the faster run away. So, yeah, it's not easy to answer this question. Questi sammeln und verkaufen, gutes Geschäft, echt, ja. Ja, müsste ich mir ein Pad noch zulegen und ich brauche da halt echt viel Space, ne, für die ganzen Quest-Items, so. Wie viel Penner droppt man denn hier eigentlich? 10 Penner. Ah, oder meinst du von dem, von den Daily Dungeon? Habe ich auf jeden Fall auch gemacht mit meinem Ringmaster. By the way, I understand you perfect when you speak German. Oh, ah, so, second row, okay, alles klar. Ja, ich kann, also ich habe kein Video gemacht, wegen dem Aggro-Timer. Der geht halt ab 14 Monster hast du 8, rennen die nach 28 Sekunden weg. Das weiß ich. Und daran sollte man sich so ein bisschen orientieren. Man findet, man kriegt ja dafür ein Gefühl denn irgendwann einfach. Wann rennen sie weg und wann nicht. So. Bin ich der Meinung. Ist halt am Anfang vielleicht ein bisschen doof, aber. Ja, droppt voll gut Karten, ey. Jeden Tag eine Karte. Wie ich das sehe, will ich jetzt auch einen 60er Ranger. Viel einfacher als 30er. Oder ja, der 60er Dungeon ist solo einfacher tatsächlich als der 30er. Beim 30er muss ich Full Power-Ups mehr aufpassen. Hier kann ich eigentlich auch die Power-Ups weglassen. Also einen großen Teil. Gerade die, die Sustain bieten wie STA. Das brauche ich tatsächlich nicht aktivieren. Ist gerade on-stream ist es aber halt Sicherheit, solange wie ich die Flask halt habe, bieten die mir halt Sicherheit, ne? Ich habe einfach eine C-Karte gedroppt. Was ist die wert? Ich kann die gleich verkaufen. Kauf die Scheiße gleich. Komm, komm ich in den Stream schon, drop deine Karte, Terra Nord. Vielen, vielen Dank, dass du da bist. Set plus VP und wie viel ATK? Können wir gleich durchgehen am Ende dann. Ich hab hier keinen Schau. Doch, habe ich. Der ein Riesenkreis.
Okay. Bro, why? Welche Zielkarte? Lava, ja. No Arrow Rain, what's the skill named before level 60? Yeah. Ja. Sie hat nichts. I could actually skill Arrow Rain, right? Makes sense. Jetzt schmilzt er dahin. Warum lachen die? Hä? Verstehe nicht. Hey. Hey. So ein SK für die Karte. Was wäre ein SK für so eine Karte? 100 Mio? Nee. Nee. Lass mich mal mit dem runterhandeln. Beim Verkaufen, danke. Nee. Weil statt die Leute einfach irgendeine Summe sagen, ne? Aber keiner hat halt einen Plan. Boah. Warum kein Restron? Warum Restron? Das ist die Frage. Gut, einfach mal 30 Mio sagen. So eine oder ein paar mehr. 30 Mio. 30 Mio ist ja an sich nicht schlecht. Und die Frage ist halt, ob man mehr kriegt, ne? 100. Ey, mir war auch so 100. So, ne? Für 100 Mio würde ich die locker weggeben. Also, Zikaden gibt es ja garantiert durch die Quest. Ja, aber auch keine 10 Stück, oder? Also. Ist ja bislang keine Offer für unser Elektrik B. Bei dem mal alles so OP aussieht. Hey, wir haben halt lange gesessen da dran, ne? Die Chars so zu machen. Ging über mehrere Wochen. Und ich sag mal so, der Plan scheint ja auch zu gehen. Das ist, was mich am meisten freut. Ne? Hätte ja auch sein können, ich stecke da halt ein paar Mios rein und dann wären die Chars total wertlos. Weil es einfach keinen Sinn macht, ne? Weil einfach es nicht gegangen wäre oder nicht gut wäre oder ich weiß auch nicht, aber es scheint erstmal zu funktionieren. Ein, zwei Pet Cages, ein, zwei paar Karten und der Char hat sich ja dann selbst finanziert, so, ne? Das, und ab da an wird es ja dann erst gut. Also, 30, sagst du? Ah ja. Sind die Karten mit Cages wert? Das ist die Frage. Cages ist halt die Herstellung eines Pets in dem Bereich, was als Reroll Pet gilt. Das kann man halt dann gucken. Gibt ja so eine Infocard quasi, die dann sagt, okay, so und so viel kostet halt einen C-Pet, einen D-Pet, ein Crafting, einen A-Pet, ein S-Pet. Ja, haut mich jetzt nicht um als SK. Kann es gerne für KV als CO nehmen. Ich denke mal, damit macht sich das erstmal ganz gut. Bleib mal kurz stehen. Naja, Dex-Cards sind leider useless. Ja, Dex-Cards, das stimmt wohl. Kann ich stehen bleiben? Ich kann stehen bleiben.
Dank des HP-Pads. Hätte noch Crit-Rate-Pad eigentlich rausholen können, aber egal, so können wir hier stehen bleiben. Red Beam? Wenigstens mal eine Karte oder sowas? Handelsmann. Er hat mal versucht, mich zu Dekan auf Channel 4 bei meinen Ringmaster und ist kläglich dran gescheitert und dann habe ich ihn gekillt. Nee, hab ich, doch, dann habe ich ihn gekillt, oder? Ja. Hey. Hey. Ah. Ist die Karte schon am Start? Eine pro Char, auf dem du die Quest machst, meine ich. Die ist aber den Seelen gebunden auch, ne? Habe ich noch. Und wie gefällt die Ranger bis jetzt so? Bei Ranger? Ranger macht schon Spaß, auf jeden Fall. Ja. Und ist meiner Meinung nach perfekt für den Dungeon. Das ist ja auch noch das Gute, dass ich mir halt was ausgesucht habe. Gott sei Dank, was hier sehr gut reinfittet, so. Hallöchen. Hallöchen, Popüchen. Hallo. Habt ihr schon gesehen? Die C-Karte? Ja. Ja, geht's halt. Danke. Blockdurchdringung. Ja. Oh, nicht verkehrt, oder? Vielleicht? Wenn man Deckskarten loslässt, du kannst halt bei deinem Farm schon. Ja, auf jeden Fall. Bei dem hier, ja. Oh, Bro, what? Seit wann stoßen die mich denn zurück? Wenn die mich ärgern? Skin? Okay, das ist nur noch der Boss. Das ist ja kein Problem beim Einsetzen, dass sie... Stimmt. Ja. Ist gut. Solange die Waffe nicht auch noch gebunden ist, ja. So. Sind wir komplett 8 Leute? Keine Ahnung, aktuell. Ich weiß gerade noch nicht, ob Ringmaster dabei ist. Oh. Okay. Welche Ini sollen wir denn zuerst machen? Envy oder Stormpeak? Oh, mir ist das eigentlich wurscht. Ehrlich zu sein. Also wenn wir eine Ede dabei haben, würde ich sagen Envy. Da habe ich okay. Gemeint, hier diese Farm-Methode können wir eigentlich mal zeigen, weil je mehr Leute das farmen, desto besser ist es. Okay, nee, klar, machen wir. Naja, je weniger das farmen, desto teurer sind unsere Karten. Ja. Also bestimmt schon alle gespannt drauf, ja. Ja, 30M. Eigentlich irgendwie ein ordentliches Angebot für die A-Karte bekommen oder noch gar nichts? Nee, gar nichts. Da hat sich keiner irgendwie. Also, alle Angebote waren irgendwas mit zweistellig so. Nee, also zweistellige Millionen. Ja, okay. Also Quatsch. Nee, nee. Was wurde denn für eine Karte gedroppt? Ich habe eine Lava KC. Durchdringend plus 1%. Ich verstehe auch gar nicht, dass Nutix auf die 8 MRD nicht eingegangen ist. Ja, verstehe ich auch nicht. Wird er noch bereuen, ne? Wenn der Preis irgendwann bei 10 MRD ist. Aber wenn man so ungefähr rechnet, man macht ja mit einem Char, wenn man einfach nur NPC-Drops die Stunde macht, ungefähr 10 Mille. Wenn jetzt 8 Leute 20 Dungeons machen und dabei eine Karte droppen, dann muss die ja schon richtig teuer werden, die Karte. Man muss ja auch, was wir auch an Power-Ups geschmissen haben, eigentlich so, okay, könnte man vielleicht auch reduzieren eigentlich, aber bei so einem Dungeon-Run. Also, wenn du jeden 20. Run was droppst bei 8 Leuten, wären das 1,6 MRD, wenn du davon ausgehst, ja nee, ist ja die Hälfte, wären mindestens 800 Mio, wenn du davon ausgehst, dass du eine halbe Stunde für einen Dungeon brauchst. Ich muss mal kurz meine AirPods resetten. Was? Warum? Heißt das nur bei mir so, oder? Frage. Nein. So. Erzählt mal nochmal. Ist jetzt. Gucken wir, ob es besser ist. Das ist? Ja, jetzt ist es besser. Okay, dann
Dann lag das an mir mit den Heiden irgendwie, mit den AirPods schon wieder. Teufelsdinger. Okay, meine Power-Ups sind jetzt leer. Ja, ich nehme 3,5 Mio als CO. Einer schon. 3,5 M geboten. Ich kann ja auch einfach hier gleich AOEen, wenn hier so viele Totems sind, dann mache ich die gleich mit weg. 40 Mio. Haben wir gestern eine Reifmiete gemacht? Ja, haben wir. Also, ja, immer die mit ihren, dann soll doch gleich einer sagen, ey, ich mache hier 100 Mio und dann werden die anderen, sind die anderen raus, ne? 100 Mio. Das hat den Vorteil, die Leute gucken dir jetzt halt gegebenenfalls zu und können dann direkt sehen, wer was geboten hat. Mahlzeit. Mahlzeit. Hey. Arraktor. Ey, 100 Mio wäre schon gut, ne? Dann hätte sich vielleicht noch nicht komplett bezahlt gemacht, so, aber dann würde es auf jeden Fall in die richtige Richtung gehen. Also eine Dex C-Card ist ja auch für 100 Mio SK im Shop. Ah, Blockdurchdringen ist vielleicht nochmal was anderes, so, ne? Für die. Ist nicht Plates vielleicht. Hast du eine Karte gedroppt, oder was? Ja, hab eine Karte gedroppt. Welche? Lava Card C. Mit Blockdurchdringen. Ah, kein Red Beam. Sag mir den Preis, nehme ich. Naja, wir sind jetzt hier. Nächste so leer an. Also Handelsmann sagt jetzt 70 M. 100 M. Ja, na, dann ist es deiner. Habe ich ein Pet... So schnell geht das. So schnell geht das. Hier habe ich keinen Pet-Key, ne? Gedroppt? Ne. Ich habe den anderen Char. Ah, schade. Ja, gut. Ja, gut, dann schreibe ich den anderen auch nicht weiter, dass das weggegangen ist. 100 M, falls man einen darüber bietet. Ja, krass, aber. Dann gebe ich die einfach meinen Ringmaster. Die Karte. Was wissen wir mit der Karte, Raktor? Na, wir wollen. Na, rein theoretisch wäre die doch für Guild War geil, oder nicht? Blockdurchdringen? Ranger, ja. Ja, ja, für ein Blade nicht. Gut, Blade im GW ist ein schwieriges Thema. Dann lassen wir es. Ja, naja, weil halt alles geblockt wird, aber mit Block durchdringen kann er halt nicht mehr so viel geblockt werden, oder? Oder nicht? Ja, aber er überlebt halt auch nichts, wenn er Schaden machen würde. Ja, dafür hat er ja ein Switch-Equipment, wo er auf HP gehen kann, dann wieder. Meine, ne? Ja, gut, kann man. Ich hatte ein S. Noch eigentlich mit Alti, oder? Machen wir Stompy, oder? Ja. Achso, ich wollte noch den Ranger das Equipment zeigen. Equipment von Ranger ist G-Bow plus 9 mit Flame Arrow Schaden plus 23%, Feuer plus 8, könnte man eventuell auf Erde wechseln. Ansonsten Dexion plus 1, Mighty plus 1, Pep plus 1, Demoy plus 10, Dexion plus 1. Und was ich am sinnvollsten finde, ist das Roren-Set, also das Clockwork-Set plus 8 ist das mit ATK plus 16%. Ja, überall Dex plus 2 Stattung, Dex-Umhang. Speed-Set könnt ihr noch vertragen.